Ja, muss man jetzt sagen, der Zetsche, der CEO von Daimler, habe ich hier das Video über den EQ von Daimler, den sie jetzt vorgestellt haben, der hat jetzt seinen Prototypen auch vorgestellt. Und zwar 3 Jahre vor Produktionsstart. Der ist also sehr früh in die Offensive gegangen, zu zeigen, hier sind wir. Ne? Ihr dürft ruhig auf uns warten. Ihr müsst jetzt nicht bei Tesla kaufen. BMW hat es anders gemacht. Die haben diese Wartenvideos in den USA gemacht. Das war ein Bumerang. Die haben sich ins Knie geschossen. Furchtbar. Also das war ja ein Desaster in den sozialen Medien. Das war ja furchtbar. Ja, suchen Sie mal nach diesen Wait but buy oder so ähnlich. Ich weiß nicht, wie die Dinge heißen. Ne? Ja, toll. Und letztlich hätten wir ohne Elon Musk wohl auch immer noch Heerscharen von Lobbyisten, die uns allen Ernstes erzählen würden, das E-Auto geht gar nicht. Ne? Alle haben gewusst, geht nicht. Bloß einer, der hat nicht gewusst, dass das nicht geht. Und der hat es gebaut. Ne? Das war Elon Musk. Ja. So. Bob Lutz verschweigt zudem, dass Elon Musk ja die Akkus für sein Model 3 vollständig selbst herstellt. Tesla hat somit die komplette Wertschöpfungskette in einer Hand. Er stellt die Motoren selber her, er stellt die Karosserie selber her, er stellt die Motoren selber her und er stellt die Akkus selber her. Das ist die neue Wertschöpfungskette. Und Elektronik im Fahrzeug und sogar Autopilot. Das ist ja von Mobileye weg, weil das Model 3 nicht mit Mobileye läuft. Ne? So, das heißt, er hat die komplette Wertschöpfungskette beim Auto in seinem Unternehmen. Und die anderen müssen alle zukaufen. Die müssen Marge teilen. Schwierig, ne? Schwierig. Die Daimler-Akkus, die BMW-Akkus, das ist alles Koreaner, ne? Da machen die Deutschen nur das Gehäuse drum. Da ist keine Wertschöpfung mehr drin.